Das geht nicht. Hallo? Hallo. Ich hätte die Mehrwertsteuer bereit. Was für ein Ding? Mehrwertsteuer. Was ist das? Das musst du bezahlen. Für den Schwader. Connection lost. Nee. Ach, scheiße. Gut, wie viel? Sind nur 6.000. Nur 6.000. Lang mal einen Bettler in die Tasche, Junge. Bleib ruhig, ja. Alter. Ey, komm, du kannst auch mal einen Rabatt geben. Immer hier auf die 20% bestehen. Gibt's ja nicht. Ja, okay, weil du bist, musst du nur 4.000 bezahlen. Nein, es hört sich schon besser. Oh, kommt gleich. Danke, tschüss. Tschüss. Na, immerhin. Bisschen Preis runter. So, wo ist denn jetzt? Ah, da, hier. Ey, jetzt fährt er davon, oder was? Hallo. Hallo. Ich wollte Sie fragen, ob ich bei Ihnen vielleicht kurzzeitig Düngestreuer ausleihen könnte mit Biodünger. Ich dachte gerade, das war ein bisschen knapp. Der Luftzug, den habe ich richtig gespürt. Was ist denn das für ein Vogel hier? Lukas Müller. Aber das ist kein Düngestreuer, ne? So, was wollten? Ich bräuchte einen Düngestreuer. Ein Düngestreuer, kommen Sie mal mit. Also irgendwas mit Bio. Weil sonst können wir das Gras führen vom Jürgen nicht düngen. Ach so, ja. Eigentlich müsste meine Produktion da schon ein bisschen was produziert haben. Jo. Also nur ohne Flüssigdünger, sondern ganz normaler Dünger. Ja, irgendwas aus Bio hatte. Der Jürgen hat gemeint, du hättest da was. Oder sie hätten da was. Bleiben wir beim Du. Ja, das freut mich. Pflegebereifung brauche ich keine. Dafür? Gut. Ja, haben wir Glück gehabt, ne? Also ja, den Dinger hier. Den hier, ja. Ist ja mächtig mit den Reifen. Okay, dann hänge ich den gerade mal an. Kommen Sie ganz nach hinten. Jo, wieder. Mach ich dann. Jo. Hallo? Ups. Hallo? Ich höre irgendwas. Ja. Neumann? Ja? Ich bräuchte noch einen Schlüssel. Oder machen Sie mal das Schloss hier weg. Ach so, ja. Ich komme einmal auf. Können Sie gerade direkt anhängen. Ja. So. Jetzt. Jo, danke. Bitte. Passen Sie auf, Lukas Müller ist wieder. Ist noch da. Naja. Nach hinten oder gesagt. Das hier. Ja, das. Wenn da Gülle und Mist drin ist, dann könnte das sein. Achtung! Ja. So, geben Sie an das Ding. Drücken Sie aufs Knöpfchen.
Sehr gut. Sind nur 5000 erstmal. Ja, das reicht. Haben sie hier hinten eigentlich, warte mal, ich habe noch gar nicht geguckt, haben sie da auch den... Haben sie hier keinen großen Teller dran? Nee. Warum nicht? Warte, warte, RaceX wollte gleich nochmal vorbeikommen. Er soll ja mal kurz die Teller dran schrauben. Sonst. Ja. Ich weiß, sie verdienen mehr daran, wenn ich länger brauche, aber trotzdem. Ja, das stimmt, aber... Dann fahre ich gerade mal vor zum Jürgen in die Werkstatt. Ja, machen wir das mal. Und immer nur das Geld im Kopf, der Neumann. Vergessen ist also so. Hallo? So, was leckt das hier? Jo? Jürgen? Ja? Bist du auf dem Weg in die Werkstatt? Jo. Okay, supi. Du, ach, da bist du ja schon. Du musst nämlich, hört gerade nichts. Ja. Muss hier nämlich mal Streuteller anbauen. Der Neumann will mich abzocken. Der will, dass ich 2 Stunden für die Arbeit hier brauche. Jo. Oh, Bruder. Streuteller? Jo. Jo, Christe. Muss ich da drüben rein? Ja. Okay. Also aber auf Kosten vom Ding, vom Landhandel. Ja. Ist auch ein Käffchen da? Ja, klar. Käffchen immer. Warte. Ja, bitte. Willst du auch Kekse? Danke. Nö, Kekse brauche ich jetzt nicht. Wenn sonst auf der Ecke in der Dose, ne? Ja, passt. Streuteller? Ja, die Streuteller. Jo. Schraub die noch gerade fest. Oh, schraub ordentlich ran. Glaubst du nicht, gell? Der. Was sagst du? Da hast du eine Schraube vergessen. Hier oben. Guck mal her. Da, die ganz oben. Na, fliegt mir das Klump auf dem Weg weg. Hier oben die? Nee, die ja. Bei dem. Unter dem Hydraulikdinger. Die ist fest. Die ist fest. Ja. Ja, hast recht, okay. Dieser, der Dings da, der Hans-Peter, hat er mir nochmal, wollte er mir nochmal 6000 abknöpfen hier an Steuern, sagt er. Für den doofen Schwader. Ja, was? 6000 nur für den 30.000 Euro Teil? Ja, er hat mir 2000 nachgelassen. Immerhin. Das ist immer hier. Da hinten ranzukommen, das ist so scheiße bei den Dingern hier. Ja, glaube ich dir. Vor allem mit den Schlappen, ey. Ja, ja. Da drauf. Nee. Aber vor allen Dingen haben die hier hinten diesen Schutz, weißt du, den kannst du nicht wirklich abnehmen. Ah, kommst du dann so schlecht dran? Aber ist jetzt fertig. Nimmst du mal einen Hammer nächstes Mal und für Gutes. Oh, schönes Logo da übrigens. Was ist denn das Poster her? Ja, schön, ne? Jojo. Hammer. Sieht schick aus hier. Ja, hier drüben habe ich auch ein neues Gemälde hinbekommen. Ejo. So, gemacht. Bin mal gespannt, wie deine neue Werkstatt wird.
Wenn wir umziehen. Aber das wird wohl eine Weile dauern. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber bin ich auch mal gespannt. Aber da kriegst du auf jeden Fall hier ein paar Kaffee. Kriegst du auf jeden Fall einen Kaffee rein und eine Keksdose. Da sorge ich dafür. Das ist prickelnd, das ist perfekt. Ja, ich guck mal, das wieder, hoffentlich auch wieder so viel Platz, so schön, und hier so eine schöne große Hebebühne. Ja, kannst du wirklich gut arbeiten dran. Kann ich dir noch nicht versprechen. Müssen wir mal gucken. Ja gut, die muss nicht so groß sein, aber mindestens eine Hebebühne, weil... Müssen wir mal gucken, was so im Katalog verfügbar ist. Ja. Okay. Gut, aber... jetzt schon mal. Dann mache ich mich mal runter zum Düngen. Jo, mach das. So. Rechnung schickst du an den Neumann, gell? Ja, hab ich schon rüber. Okay, tschö. Jo, ciao. Warte mal, ich wende mal hier drin. Das ist, glaube ich, einfach. Tschüss. Ciao. So. Da ist die Polente gerade auf den Hof gefahren. Ich mache mich mal schneller aus dem Staub. Achso, okay, ja, das passt. Der Mann hat gar nicht gesagt, was die Miete kostet, aber naja, ist mir auch egal. Hoffentlich nichts. Vielleicht vergisst das ja auch. Vor allem den Flug muss ich auch noch zahlen, ey. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, wie viel Uhr wir haben. Also um 9:30 habe ich den Dinger abgeholt. Oder um 10. Vielleicht habe ich den jetzt 6.000 gekriegt. Habe ich 6.000 Euro jetzt gekriegt. Geh schon mal das, die Wiese düngen und vielleicht ist dann unser Feld auch schon soweit. Ich wollte gerade sagen, eine fehlt mir Musik, aber jetzt ruft schon wieder einer. Hallo? Hallo? Ja. Ich habe eine Frage, Sie stehen da so allein in der Werkstatthalle. Kann man Ihnen helfen? Ich glaube, Sie sehen eine Fata Morgana. Das glaube ich gerade irgendwie auch. Gut. Okay. Tschüss. Mhm. Ey, sowas ist so unnötig, dass er sowas immer macht. Das ist... Wenn ich was von ihm will, dann werde ich ihn schon ansprechen. So, da kann man den richtigen Radiosender suchen. Aber das ist unnötig. Für was talkt er da? Mal gucken, ob ich überhaupt düngen kann. Ja, düngen geht. Mal gucken, ja, 5.000 Liter hat er gesagt. Das passt. Dann dünge ich hier mal gerade drüber und dann dünge ich drüben über mein eigenes Feld auch noch.
Ich glaube, es war eine gute Idee, dass wir die Felder hier unten gekauft haben, dass wir ein bisschen näher am Hof sind. Auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen dauert, bis wir hier zurechtkommen. Oder bis wir hier alles wieder so weit haben, dass die Felder erntereif sind und bla. Aber das liegt natürlich auch jetzt an Seasons. Das wirft natürlich auch wieder einiges um. Bin mal gespannt, ob das Safe Game nach der Aufnahmesession heute funktioniert. Oder ob wir damit wieder Probleme kriegen. Wäre natürlich schön, wenn das alles funktioniert und wir keine Probleme bekommen. Dann können wir nämlich gucken, dass wir auch wieder nach und nach ein paar Mods dazu nehmen, um zu gucken, bei welchem Mod oder welche Mod-Kombination, weil ich glaube eher, es ist eine Kombination von Mods, die die Probleme verursachen. Ne, das sind. Aber das müssen wir halt testen jetzt im Laufe der Woche. Wir nehmen ja immer am Wochenende vorher auf. Wir haben Freitag, Samstag, Sonntag und heute am Aufnahmetag geguckt, dass wir einen Spielstand kriegen, der annähernd an dem von letzter Woche ist, um aufnehmen zu können. Und wir sind jetzt auch sonntags, deshalb sind wir gar nicht so viele. Leider der Harry nicht dabei, der konnte heute nicht. Und auch einige andere. Aber naja. So, wie viel habe ich jetzt hierfür gebraucht? 600 Liter. Gut, dann stelle ich den mal gerade hier an die Seite. Locker holen, den Kollegen da drüben mal gerade die kleinen Fetzen noch fertig machen. Ah, da hat er den Schwader hingestellt, sehr schön.